Wer immer Ihnen eine Komödie versprochen hat, ich muss Sie warnen. Dies ist keine Komödie. Und da fängt das Drama schon an. Schon die Weltliteratur hätte uns misstrauisch machen sollen. Beweist sie doch, dass Unglück, Katastrophen, Verbrechen, Gefahr der wahre Stoff sind. Dies ist die Geschichte von Tiffany Blechschmidt. Ich kenne sie seit ihrer Geburt. Sie ist Schneewittchen auf den Kopf gestellt und denkt, ich habe nie etwas Besonderes geleistet. Wenn ich also sterbe, werde ich sofort vergessen sein. Nein, sie ist kein Pessimist. Sie ist Realist. Pragmatiker. Deshalb reicht ihr auch ein Bett von 90 cm Breite. Hätte sie sich auf gut Glück ein breiteres angeschafft, dann wäre da ja die Erwartung auf einen Mann. Doch Erwartung lähmt. Also hat sie lieber keine. Denn sie weiß, dass das Glück an Höhe wettmacht, was ihm an Länge fehlt, hat ein amerikanischer Dichter mal gesagt. Und mit Zitaten kennt sie sich aus, die Tiffany. Schöner Tag. Kann aber noch regnen. Da sind lauter Wolken. Ich sehe nur Sonne. Hast du schon mal einen Montag erlebt, wo alles glatt gelaufen ist, wo nicht irgendeine Katastrophe passiert ist? Ja, oft, immer eigentlich. Eben, eigentlich. Sag mal, willst du die Tafel nicht endlich mal aufhängen? Ich habe keinen Hammer. Vielleicht hat der Nachbar ja oben einen. Guck mal. Benno, nimmst du jetzt bitte mal Handschuhe? Das ist Steinway. Auf dem hat Pollini gespielt. Wer? Maurizio Pollini. Einer der größten Konzertpianisten. Der kommt aus Amerika. Nein, der ist Italiener. Da ist er. Da. Ich sehe ihn. Am Fenster. Was glaubst du, wie alt er ist? Amerikaner? Schwer zu schätzen. Der sieht wahrscheinlich unglaublich gut aus. So einen wollte ich immer haben, aber der kostet über 200.000 Euro. Oh, das ist ja einer mit Geld. Nee, der ist pleite, habe ich gehört. Echt? Wieso hat einer drei Konzertflüge, wenn er pleite ist? Naja, vielleicht muss er untertauchen. Steuer. Oder Mafia. Und zieht nach Berlin. Ich habe gehört, der hatte über 100 Angestellte und musste die alle entlassen. Menschen verlieren ihre Existenz und wir schnitzen Karotten. Es kann wirklich jeden erwischen mit dem finanziellen Untergang. Was, wenn ein Supermarkt in der Nähe aufmacht oder die Leute kein Geld mehr für Qualität ausgeben? Und ich muss den Laden schließen. Also ich gehe jetzt mal kochen. Und euch entlassen. Und ihr würdet dann auf der Straße stehen wie... Ist irgendwas passiert? Was macht denn der hier? Wer ist das? Hans Lubuschinski, mein Klavierlehrer. Nimmt der noch Schüler? Ich war 10. 10? Wie sah der vor 20 Jahren aus? Für den haben alle geschwärmt. You better call insurance now. Du? Ich glaube, der kommt in den Laden. Zwei Hörnchen, bitte. Die sind aus. Und das sind? Hörnchen. Gut, dann nehme ich die.
Danke. Sagt man nicht mehr Hörnchen? Nee. Croissant. Ich war zu lange weg. Hörnchen, sagt er. Der braucht nicht zahlen. Tiffany, das ist über 20 Jahre her. Du hast dich total verändert. Nein. Ich bin Durchschnitt. Wer erinnert sich schon an Durchschnitt? Tiffany! Blechschmidt. Was ist das denn für ein bescheuerter Name? Tiffany Blechschmidt ist gut. Und Sie sind? Hans Lubotschinski, Ihr Klavierlehrer. Von den Klavierbauern, Lubotschinski. Das ist mir eine Ehre. So, in 5 Minuten muss ich auf der Bühne sein. Gut. Viel Glück. Warum hat er mir viel Glück gewünscht und den anderen nicht? Vergiss es. Traut das mir nicht zu? Doch. Alle anderen sind immer, immer besser als ich. Sie guckt wieder wie ein Fragezeichen. Die denkt drüber nach, ob man sich in 2 Minuten verlieben kann. Einser oder Zweier? Zwei. Bevor die sich verliebt, hüpfe ich in die Kiste. Ein Einser ohne Knoblauch und ein Zweier für Paul. Ja, es freut uns. Danke. Wo ist denn Bello? Komm mit den Tellern überhaupt nicht hinterher. Ich bin auch keine Krake. Ich komm gleich, ja? Alles Moment. Klar. Moment. Wo ist denn Benno? Der macht bestimmt ein Päuschen. Hier riecht's aber. Wie oft habe ich gesagt, keine Handys am Arbeitsplatz? Er telefoniert doch gar nicht. Wie soll er auch, wenn er mal wieder nicht spricht? SMS ist dasselbe. Er wird bezahlt wie jeder andere. Ja, aber der ist nicht wie jeder andere. Keiner schnitzt das Gemüse so schön wie er. Karotte, bitte. Er wird immer langsamer. Dafür kann er ja nichts, das ist ja angeboren. Ich bleib nur im Doppelpack. Ich weiß, Luise, aber ein paar Regeln gelten auch für die, die anders sind. Noch grinsen. Jetzt freu dich doch, ich glaube, der ist verliebt. Ja, das kann er doch außerhalb der Geschäftszeiten. Luise, hast du das Endstück vom Braten? Für den Zigeunermuff? Man sagt nicht mehr Zigeuner. Es ist mir sowas von egal, was man sagt. Luise, das ist ein Wunder, dass der überlebt hat. Zufall. Nein, das ist ein Zeichen. Das kann schon einsam da draußen. Hilf mir mal einer von euch. Der wird uns Glück bringen. Aber wir haben doch Glück. Davon kann man nie genug haben. Irgendwann geht einem das aus, das ist Statistik. Und ich will vorbereitet sein, wenn es abwärts geht. Nichts ist für die Ewigkeit. Und sicher ist sowieso nichts. Kannst du anziehen, habe ich selbst gewaschen. Die kenne ich.
Was steht drauf? Glück ist nicht mehr als die Abwesenheit von Langeweile. Schopenhauer, dieser alte Pessimist. Was ist denn los? Wo bleibt denn der Milchreis? Luise! Er hatte Hunger. Nicht böse sein, bitte. Du sagst immer, alle sind gleich. Aber da draußen auf der Straße vor allen anderen im Stehen zu essen, das ist doch nicht gleich zu denen hier drin. Er spricht wieder. Nach 17 Tagen. Ich hab dir doch gesagt, er bringt Glück. Wie heißt er denn, dein neuer Freund? Benno. Du bist doch Benno. Na, wir sind Benno. Benno. Paul, kannst du dich noch an Hans Lubuschinski erinnern? Menschen lieben es. An Orte zurückzukehren, wo es mal richtig wehgetan hat. Seine Mutter hat ihn gequält mit Rilke. Und jetzt zieht ihr Sohn in die Straße, wo sie vor 70 Jahren die Rinder zum Schlachthof getrieben haben. Laut war das. Es hat fürchterlich gestunken, weil die Viecher solche Angst hatten. Und weißt du, was wir gemacht haben? Wir haben für sie gesungen. Guten Abend, gute Nacht. Mit Rosen gedacht. Mit Nägeln bedeckt. So. Das ist der Speiseplan für nächste Woche und die Einkaufsliste. Also machen wir jetzt die Kisch wieder am Montag. Ist nicht gut? Nee, die machen wir auf Mittwoch. Und Fisch? Na, Fisch machen wir freitags. Das mögen die Leute. Ich muss bloß den Kleinen abholen. Bis morgen. Danke, bis morgen. Ja, und da hat die Brühe. Willst du nicht endlich die Tafel mal aufhängen? Ich habe keinen Hammer. Vielleicht hat der Nachbar oben einen. Ich habe meinem Mann versprochen, ihm heute die Haare zu schneiden. Tiffany. Jeder hat einen, der auf ihn wartet. Hm? Danke, es geht mir gut. Es geht mir sehr gut. Der Maharishi hat gesagt, wir sollen beim Essen nicht reden, um die Energien zu speichern. Er hat aber nichts von vegetarischem Essen gesagt.
Danke. Bitte. Was ist, wenn der Schinken in seinem früheren Leben deine Großmutter war? Brauchen Sie Hilfe? Sie wissen, dass gerade im Pfandleihhaus um die Ecke eingebrochen wurde? Von Junkies, vorne an der S-Bahn. Und der Überfall gestern? Am Bankautomat? Die arme Frau will Geld abheben und kriegt eins mit der Baseballkeule drüber gebraten. Und alle schauen nur zu. Mann, wie ich das hasse, dass alle nur zuschauen. Liegt immer noch im Koma. Dürfte sie jung sein wie sie. Aber von der Leutnantstraße haben Sie gehört, ne? Ja, da war ich fast mittendrin. Ne. Wie das denn? Um 9, als das passierte, wollte ich zur Post. Und da hat aber mein Handy geklingelt und ich mag das gar nicht auf der Straße telefonieren. Also bin ich dann 10 Minuten später los. Und in genau der Zeit war der Überfall. Da ist doch jemand angeschossen worden, ist das richtig? Ja, aber es ist ja furchtbar, sich vorzustellen, dass hätte Sie treffen können. Hm? Haben Sie mal über ein zusätzliches Alarmsystem nachgedacht? Ich sag Ihnen, Ihre Versicherung zahlt nie, wenn Sie keine vernünftige Alarmanlage haben. Ich hoffe, Sie haben jemanden, der sich um Ihre Sicherheit kümmert. Nee, ne? Wie kommt es, dass eine Frau wie Sie alleine ist? Hey, Frank! Wer sagt denn, dass ich allein bin? Eine Prinzessin wie Sie verdient Schutz. Wie heißen Sie? Tiffany. Tiffany. Und weiter? Tiffany Blechschmidt. Ja, den Namen kann ich mir merken. Guten Abend, Richard. Wenn du wüsstest, was mir gerade passiert ist, das glaubst du nicht. Und das auch noch in dem T-Shirt. Der Stein. Ein Polizist mit Goldkettchen. Na, wenn es wenigstens ein richtiger Straßenköter wäre, aber der. Mama, als Ärztin hättest du längst Familie, aber du musstest ja unbedingt dein Medizinstudium für einen Wurstladen eintauschen. Ja, da kann ich mir wenigstens sicher sein, dass du mich in Ruhe lässt und dich nicht in meine Vorlesung setzt, um danach mit den Studenten einen drauf zu machen. Draufmachen? Wir haben doch keinen drauf gemacht. Wir haben diskutiert. Diskutiert? Als ob man einen Club so gut reden könnte. Club? Aber man sagt gar nicht mehr Disco. Was kann ich dafür, wenn die Männer immer meine Telefonnummer haben wollten statt deine? Und jetzt, wo sie bei dir Schlange stehen, willst du nicht. Du denkst, dass mit dem Mann, der dich am Ende tatsächlich liebt, was nicht stimmen kann, weil du es ja gar nicht wert bist, geliebt zu werden, weil du Durchschnitt bist. Ich hab dir so viel Liebe gegeben, ich war immer für dich da. Und darf ich dich daran erinnern, dass es dein Vater war, der mich verlassen hat für diese Doris? Und dann war ich allein. Mama, du warst nicht allein. Wir haben täglich mehrmals miteinander telefoniert. Wir waren jede Woche miteinander essen. Jede zweite Woche war irgendeine andere Katastrophe. Du wolltest von der Brücke springen, du hast dir die Haare verschnitten, du wolltest Tabletten schlucken. Übrigens bin ich nicht mehr Vegetarierin. Nützt also nichts wegen mir, Wurstverkäuferin zu sein. Mama, du bist seit 3 Jahren tot! Richard, ist alles gut. Ich hole uns jetzt einfach eine Banane. Du hast das Sofa umgestellt. Findest du es gut, auf eine Wand zu starren? Ich mochte ja immer lieber rausschauen, in die Sonne, die Vögel. Bei offenem Fenster ein paar Übungen machen. Mama, du hast dich immer halbnackt vor den Nachbarn produziert. Das war mir immer peinlich. Das war Gymnastik. Heute macht doch jeder Yoga. Damals waren wir was Besonderes. Ja, wir waren immer anders. Tiffany Blechschmidt. Hast du dir bei dem Nachnamen mal überlegt, ob der Vorname dazu passt? Tiffany, dein Vorname ist eine Liebeserklärung. Für unseren Nachnamen kann ich nichts. Immer nur in der Kindheit die Gründe fürs Unglücklichsein zu suchen, ist zu einfach. Dann läuft das Verfallsdatum auch mal ab. Du spielst nicht mehr. Es gibt keinen Zufall. Alles hat einen Sinn. Begegnungen mit Menschen, die finden nie zufällig statt. Musik.
Es ist kein Wunder, dass Tiffany Blechschmidt heute gleichzeitig mit beiden Füßen den Boden berührt, obwohl nicht einmal Montag ist. Mamachen, was hast du? Da ist niemand. Als Tiffany klein war, hängte ihre Mutter vor dem Schlafengehen ein Leintuch über die Spiegel, weil die Seelen nachts umherschwirren und durch Spiegel zu uns zurückkehren. Also wurde alles abgedeckt, damit Ruhe ist. Kein Zweifel, dies wird ein unglückseliger Tag. Nach dem Glücksempfinden befragt, steht Deutschland auf Rang 42 aller Staaten. Es gibt über 4000 Ratgeber zum Thema Glück. Es muss also ein außerordentlich dringendes Bedürfnis nach dem Glück geben. Dr. Weißenbach bat mich, Ihnen auszurichten, dass die OP etwas länger dauert. Sie weiß, dass um die Uhrzeit jeder unter Druck steht. Isabella, you are dark, not a stewardess. Sie fliegen durch die Lüfte, vögeln gleich. Stewardessen sind nicht blöd. Ich habe überhaupt nichts gegen Stewardessen. Ich frage mich nur, warum die immer Hütchen tragen. Haben Sie was gegen Uniformen? Würde ich nicht sagen. Sie liebt Uniformen. Ja klar, Sie sind gegen das Fliegen. Die ganzen Bakterien, die durch die Klimaanlage zirkulieren. Ja, das ist richtig. Und diese ganzen Viren. Man kann da eigentlich überhaupt nichts anfassen. Und das Schlimmste ist Mittelplatz. Ich muss immer Gang sitzen. Kennen Sie dieses Mittelplatzgefühl? Ja, da sitzen dann rechts und links zwei Männer, blättern die ganze Zeit nervös in der Zeitung, fassen sich immer an die Nase oder drehen die Lüftung an und aus. Und dann... Haben Sie Schlafprobleme? Das interessiert mich. Sieht man das? Nein, nur weil Sie so früh unterwegs sind. Ja, ich habe einen Laden. Da muss ich immer ganz früh zum Großmarkt, sonst ist das Beste weg. Der ist in der Fidizinstraße 33 in Kreuzberg. Danke, dann bis nächste Woche. Es tut mir furchtbar leid, dass Sie wegen mir so lange warten mussten. Kein so Problem. Sag mal, wir hatten doch vorhin noch unsere... Ihre Sachen. Ah, super, da ist es ja. Vielen Dank. Tut mir leid, sie hat... Aber sie steht einfach auf Uniform. Ich fliege nämlich heute noch nach Kapstadt. Hier ist meine Nummer. Rufen Sie mich ruhig an, wenn noch was sein sollte, okay? Ja, gerne. Guten Morgen. Wo warst du denn? Richard hat ein Problem. Ich war beim Tierarzt. Sieht auch ein bisschen problemig aus. Danke. Handyverbot am Arbeitsplatz. Handy in der Schürzentasche? Da tut sich was. Möchten Sie einen Kaffee? Immer noch Tee, Tiffany.
Du bist eine schöne junge Frau geworden. Ich dachte, Sie erinnern sich nicht mehr an mich. Seit wann hast du den Laden? Schon 3 Jahre. Erfolgreich, wie man sieht. Schau mal. Bist du glücklich damit? Also, ich habe ganz wunderbare Brioche. Vielleicht will Ihre Frau ja später auch noch eins. Meine Frau? Ja. Gestern Abend da oben am Fenster. Kasia, meine Haushälterin. Sie sagt, hier trennt man Müll. Sie zwingt mich, diese hässlichen Energiesparlampen zu benutzen. Spielst du noch Klavier? Du schwindelst. Ich bin mir sicher, dass du spielst. Wolltest du nicht Ärztin werden? Ich kann kein Blut sehen. Kann ich verstehen. Du siehst deiner Mutter ähnlich. Sie erinnern sich noch an meine Mutter? Oh ja. Deine Mutter vergisst man nicht so schnell. Ja, das stimmt. Wirklich unvergesslich, allgegenwärtig. Irgendwie passt es zu ihr, dass sie an ihrem Geburtstag gestorben ist. Es tut mir leid. Darf ich? Sie geht 5 Minuten vor, richtig? Also genauer gesagt 4. Es ist merkwürdig mit der Zeit. Spielt Klavier, Tiffany. Sowas wirft man nicht weg. Jetzt hat er wieder nicht gezahlt. Vielleicht hat er noch gar kein Euro. Vielleicht hat er nur Dollar. Der braucht jemanden, der für immer auf die Bank geht und die Dinge macht. Das kann ja nicht, der ist Künstler. Das ja, also gut. Das ist jetzt das erste Mal seit einem halben Jahr wieder. Das wird Gott sei Dank. Wer? Kann ich vielleicht mal was für mich behalten? Unbedingt. Aber was siehst du an? Ja, nicht wieder das mit dem Ausschnitt. Du weißt schon. Ja, aber auch nicht immer so hochgeschlossen, Luis. Er ist Polizist. Er ist Polizist? Ich wusste, dass du genau so reagierst. Ja, aber das ist doch schön. Dann kann er sie beschützen. Oh. Tiffany, diese Schuhe sind unmöglich. Deine Argerich gibt auch kein Konzert in Turnschuhen. Mama, die heißt Martha Argerich. Egal. Solche Schuhe trägt die nicht. Das sind meine Glücksschuhe. Jetzt hör mal mit diesem Aberglaube auf. Ich weiß gar nicht, woher du das hast. Und kein Gemaule? Das wird angezogen. Maurizio Pollini spielt auch nicht in Jeans. Woher kennst du Pollini? Das ist doch dieser gut aussehende Italiener, der Freikonzerte für die Arbeiter gibt. Hm. Schau mal, Vincent ist schon fertig fürs Konzert. Das hat er sich ausgesucht. Ah. So, und jetzt geh mal. Gerade. Na, nicht so hakchen. Kleine, elegante Schritte, wenn du die Bühne überquerst. Schultern raus! Die Schuhe gehen falsch. Die brauchen Musik. Wann kommt denn der Papa? Er kommt von der Praxis direkt dorthin. Und was ist, wenn ich mich verspiele? Aber wir sind doch da und passen auf. Du pustest sie alle weg. Wir pusten sie alle weg? Ja, genau.
Bin schon oben. Moment! Hallo. Hallo. Schon fertig? Ja, ich muss nur noch Schuhe anziehen. Sekunde. Ist vorhin eingebrochen worden? Ja, vor ein paar Monaten. Sieht man das? Lackkratzer. Brechstange. Wir brauchen ein Stangenschloss. Das ist das Einzige, was wirklich hilft. Die Jungs arbeiten in Gangs. Fragen dieses Wochenblatt aus, klingeln, um zu gucken, ob jemand zu Hause ist. In ihrem Fall sind die dann schon gestört worden. Was wäre ein leichtes, ihre Tür einzutreten. Haben Sie auch nicht einen zweiten Eingang? Ja, in der Küche. Darf ich mal sehen? Den zweiten Eingang. Wo ist er? Ach so, ja, in der Küche. Da gehe ich mal vor. Ja, gerne. Ich weiß, woran Sie jetzt denken. Ja, was denn? Sie denken, das ist eine ganz große Wohnung für eine Frau alleine. Nö. Ich denke, warum ist so eine tolle Frau wie Sie alleine? Da hinten. Tja, das ist ein Kinderspiel, die aufzuknacken. Hören Sie, Sie wollen sich doch sicher fühlen. Ja. Ich kümmere mich darum. Lieber küsse ich Sie gleich, sonst hängt sie die ganze Zeit im Raum. Dann können wir auch entspannter essen. Wir finden eine alleinstehende Frau. Gar nicht weit von ihrer Wohnung entfernt. Mann bricht bei ihr ein. Auch mit einer Brechstange. Jedenfalls. Er würgt sie mit seinen bloßen Händen. Nach 8 Minuten geht ihm die Kraft aus. Er kriegt Panik, weil sie noch nicht tot ist. Rennt ins Bad, kriegt Durchfall, kommt zurück. Frau hat sich bewegt. Da dreht der Typ auf einmal völlig durch, packt so lange zu, bis die arme Frau endlich erstickt ist. Träumen Sie davon? Ich schlafe abends ein, aber morgens wieder auf. Träumen tue ich nicht. Probleme gibt's doch genug auf der Welt. Muss man sich doch gar nicht zusätzlich machen. Wo finden sich in Berlin die meisten Tatwaffen? Haben Sie schon mal jemand die Kehle zugedrückt? Was meinen Sie, wie lange es dauert, bis ein Mensch erstickt? Das sind 15 bis 20 Minuten, abhängig von Lungenvolumen und Alter. Ja, abgebrochenes Medizinstudium. Die sind so schön. Ach. Ich kann mich gar nicht an den Satz sehen. Oh, Entschuldigung, es tut mir leid. Ist doch nur, ich muss immer so früh aufstehen. Nein, ich finde es sehr schön hier. Wirklich. Oh. Sind Sie gegen irgendwas allergisch? Nein. Nervös. Polizist. Halt die Luft an und denke an 3 glatzköpfige Männer. Also ich schon mal nicht. Der Lubotschinski, der hat Glück, dem sind die Haare nicht ausgegangen. Und was ist mit deinem Vater? Hat der noch welche? Woher soll ich das denn wissen? Weil er dein Vater ist. Hast du mal drüber nachgedacht, dass du ihm Unrecht tust? Oh, hat's geklingelt? Ja, aber beim Nachbarn. Erst wimmelst du ihn ab und jetzt willst du, dass er doch mit hochkommt. Aber du Trauerklops, du verteilst lieber kluge Sprüche in trockenen Keksen, anstatt es mal krachen zu lassen.
Du meine Mutter? Die ist tot. Die redet nicht mehr mit mir. Wenn du dich liebst, kannst du andere lieben. Wir schaffen übrigens die Kekse ab. Warum denn? Weil das inzwischen jeder macht. Ich muss heute früher los. Das geht auf keinen Fall. Oh ja, das geht. Mein Sohn kriegt heute seine erste Klavierstunde. Und wer weiß, vielleicht fange ich auch noch mit dem Klavierspielen an. Wieder eine SMS. Einmal Milchreis auf die zwei, ja? Übernimmst du die Kosten für ein Stankschloss? Wieso ich? Na, du bist mein Vermieter. Männer, die Hosenträger und Gürtel tragen, haben kein Vertrauen in sich und ihre Hose. Versteht die Logik nicht. Ein Nein hat keine Logik. Hallo. Man sagt, Sie haben die besten Bratkartoffeln in der Stadt. Hallo. Hallo. Ist das der mit den Smileys? Natürlich nicht. Wieso natürlich nicht? Ich dachte, du stehst auf Hans-Lobuschinski. Auf Hans-Lobuschinski steht man nicht. Hans-Lobuschinski verehrt man. Gott, sieht der gut aus. Welcher Gott? Kannst du dich vielleicht mal raushalten? Wieso? Ich glaube, der ist unheimlich gut im Bett. Geht's denn immer nur um das eine? Weiß ich nicht, aber bei dem schon. Tiffany, stellst du dir Menschen nie nackt vor? Findest du es nicht unglaublich wichtig? Bitte, vor den Kunden. Findest du es nicht total wichtig, was ein Mann für Unterwäsche trägt? Nee. Schuhe und die Uhr. 10,80. Die Uhr? Ja, die Hände meine ich natürlich. Tschüss. Zwei Espresso, bitte. Tiffany, zwei Espresso, bitte. Ja. Männer lieben es, sich Frauen nackt vorzustellen. Nackt? Bist du dir sicher? Naja, oder in die Suits. Weißt du? Alle Männer? Was weiß ich, bin ich ein Mann? Oh, oh, die Blonde ist gefährlich. Die sieht aus wie eine Stewardess. Träumst du? Wie verrückt. Erotisch? Mit Männern oder mit Frauen? Machst du es dir wenigstens selbst? Ich rede über sowas nicht. Ich mach's mir manchmal zweimal am Tag. Auch hier im Laden. Wenn du bedienst, kriegt doch keiner mit. Wie geht denn das? Wie soll das denn schon gehen? Zwei bitte für Tisch drei, Luise! Ich schlafe nicht mit Ihnen. Ich meine, ich schlafe nicht mit Ihnen. Schön. Dann haben wir das auch schon geklärt. Ja. Klar lachen die über dich. Die lachen dich aus. Kannst du bitte mal still sein? Wieso sollte ich? Ich hab dich schon als Baby auf dem Arm getragen. Dann bezahl mir ein Stangenschloss. Nein. Nimm doch mal die Brille. Die steht mir nicht. Glück ist Liebe. Nichts anderes, wer lieben kann, ist glücklich. Besser dieser langweilige Optimist. Schutzmann? Schönen Abend. Ja. Tschüss, bis morgen. Tschüss.
Ich habe schon geschlossen. Sie sind aber noch da? Ja, ist aber schon zu. 18.30 Uhr steht auf dem Schild. Der Supermarkt um die Ecke hat bis 22 Uhr auf. Entschuldigung, ich bin nicht durch die halbe Stadt gefahren, um in den Supermarkt zu gehen. Nein? Nein. Was wollen Sie von mir? Käse, Wein, Brot und Kaffee. Bitte. Welchen? Entscheiden Sie. Wollen wir es zusammen essen? Da war wohl einer schneller als ich. Schade. An dir ist wirklich alles schön. Oh. Du bist nicht sauer, dass ich zu spät gekommen bin, oder? Andere machen in meine Szene. Andere? Wollen wir das Essen nicht einfach überspringen? Na, Sekunde. Oh. Entspannung. Zu grob. Hast du an Verhütung gedacht? Was ist, wenn er AIDS hat oder eine andere Geschlechtskrankheit? In dem Beruf hat es bestimmt schon mit vielen Nutten getrieben. Ist die geladen? Nein, bitte! Um Gottes Willen, was ist denn los? Mit dem Tuch kriegst du mich los? Ich brauche ein Glas Wasser. Sag mal, stehst du eigentlich mehr auf den intellektuellen Typ? Nee, wieso denn? Wegen den ganzen Büchern, meine ich. Ach so, nee, das ist nur so wie Tapete. Du bist so süß. Und so sexy. Komm her. Oh, nein, nicht auf den Tisch. Nicht auf den Tisch. Da rüber. Ups. Oh. Mann, stellt er sich an. Das haben dein Vater und ich früher mit links gemacht. Komm her.
Das ist mir noch nie passiert. Lügner. Ich geh da mal besser. Verschwinde endlich aus meinem Leben. Tiffany, Kinder suchen sich ihre Eltern aus. Mein Name ist Tiffany Blechschmidt. Wir. Ja. Und warum fahren wir da nicht hin? Weil wir Friedhöfe besuchen anstatt das Meer. Aber alle anderen, die fahren ans Meer. Schön. Wir sind aber nicht wie alle anderen. Bei ihm oben? Ja, schon zweimal. Aber da ist keiner. Seine Erben reden immer davon, dass sie ihn ins Altersheim stecken wollen. Ich mache mir Sorgen. Kennst du auch Paul, der lässt ihn nicht einfach ins Altersheim stecken. Wenn wir einmal pro Jahr keine Spaghetti Bolognese essen würden, dann wären die Leben von 100.000 Rindern gerettet. Ja, der Deutsche, der isst in seinem Leben 1.094 Tiere. Also davon 4 Kühe, 4 Schafe, 12 Gänse, 37 Enten, 46 Truthähne, 46 Schweine und 945 Hühner. Naja, bei 80 Millionen Deutschen macht das ungefähr 157 Millionen tote Tiere. Das Tier auf Ihrem Teller, ein Rind im Übrigen, das ist für Sie gestorben. Also achten Sie es oder gehen Sie. Wir haben täglich ein vegetarisches Gericht im Sortiment. Sie haben also, sollten Sie noch einmal kommen, die Wahl. Wenn Sie sich beschweren wollen, dann bei mir. Mein Name ist Tiffany Blechschmidt und mir gehört der Laden. 2 Milchreis. Mit Kirschen? Bitte. Gerne. 2-mal Milchreis mit Kirschen. Luise, Milchreis. Menü 2, bitte. Hallo. 10,80. 15. Ich nehme von Ihnen kein Trinkgeld. Warum kriege ich keinen Keks? Die habe ich abgeschafft. Schade. Die Bratkartoffeln waren großartig, das letzte Mal. Und heute nicht? Heute waren sie auch gut. Das letzte Mal waren sie besser? Sie waren anders. Es tut mir leid, wenn Ihnen die Bratkartoffeln nicht geschmeckt haben. Das habe ich nicht gesagt. Aber gedacht. Wissen Sie, was ich wirklich denke?
Warum hat eine so schöne Frau so schlechte Laune? Luise, irgendwas stimmt mit den Bratkartoffeln heute nicht. Was denn? Und die Karotten, die schaffen wir auch gleich ab. Ich zahle dich nicht 2 Stunden am Tag, um aus 40 Karotten 100 Blüten zu schnitzen. Und wofür? Werfen sie weg, weil keiner sie isst. Ab jetzt gibt's Petersilie. Ich mache gute Arbeit. Ich mag keine Petersilie. Ich werde nie Petersilie als Garnitur auf die Teller legen. Nur weil du dich selber nicht magst, musst du nicht andere Menschen schlecht behandeln. So, und jetzt hängst du endlich die Tafel auf. Ich hab keinen Hammer. Vielleicht hat ja der Nachbar oben einen. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Der hat mich das letzte Mal so komisch angeschaut. Und gegrüßt hat er auch wieder nicht. Er hat was gegen mich. Ich bin mir sogar sicher, der mag mich nicht. Wahrscheinlich hat er überhaupt keinen Hammer. Ich will ihren blöden Hammer nicht! Glaubst du nicht im Ernst, dass du vor dir selber wegrennen kannst? Manche Engel kommen als Menschen getarnt, um die Wahrheit auszusprechen. Achte darauf, dass sie ihre Flügel nicht ablegen. You're not a human being, Isabella. You were dark and you will always be a dog. Und wir sind in Deutschland, also müssen wir Deutsch sprechen. Klar? Es geht uns gut. Es geht uns sogar verdammt gut. Wir haben uns. Wir brauchen keinen. Weißt du, wann man wirklich einsam ist? In einer Beziehung. Kommt vom niederdeutschen Gelucke und heißt die Art, wie etwas endet. Die deutsche Sprache ist die einzige, die nur ein Wort für den Begriff Glück hat. Jedes andere Land auf der Welt hat mindestens 3. Nicht anders verhält es sich mit dem Wort Liebe. Wir Deutschen haben also ein gesteigertes Bedürfnis nach Bescheidenheit. So?
Perfekt. Du wackelst. Das tun Hunde auch. Benno, bitte. Deine Tante will nicht mehr kochen. Und wenn die nicht mehr kochen will, dann bitte komm zurück. Gibt's ja wieder Kekse. Den Anfang und das Ende einer Liebe erkennt man daran, dass man sich scheut, mit dem anderen allein zu sein. Jean de la Bruyère. Ich war im Puff. Bitte? Und auf dem Rückweg? Ach, scheiß Liebeskummer. Ich weiß es doch. Man soll nie zurückkommen. Kümmer du dich um ihn. Ich muss schlafen. Und bezahl das Taxi. Ich habe alles Geld verspielt heute. Ich hab extra Gewicht in die Taschen getan, hat auch nichts genutzt. Erzähl mir was von dir. Ich dachte, du übernimmst die Praxis deines Vaters. Ja, das dachte er auch. Wir haben seit Jahren keinen Kontakt mehr. Er kam nicht mal zur Beerdigung von meiner Mutter. Meine Mutter hat ja immer gern geflirtet, aber sie hätte ihn nie betrogen. Da bin ich mir ganz sicher. Man behandelt doch seine Frau, mit der man 30 Jahre verheiratet war, nicht wie so ein ausrangiertes Möbelstück, nur weil man eine neue kennenlernt, die so alt ist wie die eigene Tochter und Doris heißt. Es ist kein Zufall, Tiffany, dass ich hier eingezogen bin. Deine Mutter und ich waren seit deiner Kindheit ein Paar. Aber es war merkwürdig mit deiner Mutter. Sie konnte mich nur als verheiratete Frau lieben. Das ist ein Wundertuch, Tiffany. Damit verbinde ich dir jetzt die Augen. Und dann spürst du nur noch die Musik. Was siehst du? Nichts. Gar nichts? Nein. Du darfst nicht gucken, sonst funktioniert's nicht. Wir trafen uns heimlich. Aber sie war immer unter Zeitdruck. Also schenkte ich ihr diese Uhr. Und wie sie war, gab sie ihr einen Namen. Geschenkte Zeit. Irgendwann kam dein Vater dahinter. Vielleicht sollten wir uns für eine Zeit trennen. Ich miet mir ein Zimmer in Dachau und gehe putzen. Dachau? Du meinst, das ist der richtige Ort für eine Wiedergutmachung. Wir trennen uns erst, wenn Tiffany volljährig ist. Genau dann.
als sie nicht mehr damit gerechnet hatte. Da ging er. Nach 30 Jahren Ehe. Wo ist denn der Roma? Welcher Roma? Na, Benno. Ich bin Benno. Ich nehme jetzt auch Klavierunterricht. Also, nehmen jetzt alle Klavierunterricht? Ich bin nicht alle. Ja, mein Sohn ist Dienstag und ich bin donnerstags bei Hans Lobuschinski. Er ist sehr einsam. Was ist denn mit dir los? Ist Montag oder habe ich was verpasst? Die kommen wegen dem Zigeuner. Das heißt Sinti oder Roma, Luise? Ermittler in Zivil. Tiffany Blechschmidt? Ich bin Tiffany Blechschmidt. Aha. In welchem Verhältnis stehen Sie zu Frank Henne? Meinen Sie jetzt Verhältnis, also wir haben kein Verhältnis, wir haben... Ist Ihnen irgendwas an ihm aufgefallen? Was genau meinen Sie damit? Ihre Nummer war auf seinem Handy. Ja. Das ist alles ganz, ganz tragisch. Ganz unglücklich gelaufen, ein Unfall. Hat seine Pistole geputzt, hat eine Patrone im Lauf übersehen und ja. Er hat sich selbst erschossen. Ich dachte, es wäre Ihnen vielleicht... Oh. Ich bin schuld, wenn an dem Abend alles schön gewesen wäre, wenn alles geklappt hätte, wenn er bei mir übernachtet hätte, dann hätte er nicht getrunken und dann wäre er nicht weggegangen und dann wäre er jetzt noch am Leben. Ja, hätte, wäre, dann wäre er eben später nach Hause gegangen, hätte später seine Waffe geputzt und wäre später gestorben. Das war ein Unfall, Tiffany. Das war ein Familienbetrüger, der hatte eine Frau und zwei kleine Kinder. Die jetzt Waisen sind? Halbwaisen. Der hat dich nach Strich und Faden ausgenutzt. So spricht man nicht über einen Toten. Nur weil er tot ist, ist er jetzt nicht heilig. Da war noch nicht mal was. Zwischen ihm und mir, meine ich. Schade. Der Roma ist auch weg. Und der kommt schon wieder. Dem wird doch nichts passiert sein. Was ein Zeichen. Was, wenn jetzt alles in den Bach runtergeht? Die Menschen kapieren doch sowieso irgendwann, dass ich nur Durchschnitt. So, jetzt reicht's. Und jetzt hängst du endlich die Tafel auf.
bist hübsch wie er und ihr. Ich habe einen Fehler gemacht, Papa. Ich hab's vermasselt. Da. Es ist alles meine Schuld. Ich hab eigentlich alles immer von der verkehrten Seite aus gesehen. Bei mir war ein heilloses Durcheinander. Aber jetzt ist mir alles klar. Seit kurzem ist mir wirklich alles klar und ich weiß jetzt, wie es tatsächlich war. Es ist also so gewesen. Ich dachte immer, du hast Mama verlassen wegen Doris. Aber ich weiß jetzt ganz genau, dass es ja umgekehrt ist. Mama hat ja eigentlich dich verlassen. Mama hat dich verlassen für Hans Lubuschinski. Und das finde ich eigentlich so viel schlimmer. Weil du hast dich immer zurückgehalten, du hast uns immer beschützt. Du hast immer zu uns gehalten. Du hast immer dafür gesorgt, dass die Familie nicht auseinanderfliegt. Und dann kam halt Doris, was ich verstehen kann nach so vielen Jahren, wenn Mama nicht zu dir hält. Warte. Ich bin schuld. Die Batterie von meinem Hörgerät ist alle. Ich fürchte, du musst mir das Ganze noch mal erzählen. Nee. Papa, das ist jetzt nicht dein Ernst. Wir sehen uns jetzt nach so vielen Jahren endlich wieder. Und dann scheitert es an ein paar Batterien. Du bist da. Das ist das Wichtigste. Schau mal, dein Glücksbringer ist da. Das ist ein Zeichen. Luise, noch zweimal vom Braten mit Schlammkartoffeln, aber ohne Zwiebeln und ohne Butter. Ich komm gleich. Mein Vater hat Haare. Jede Menge sogar. Man sagt, die Zeit heilt Wunden. Es gibt aber Menschen, denen es durchaus möglich ist, sich gegen die Zeit zu wehren. Morgen, Richard. Es gelingt ihnen, die Vergangenheit zum Quell ihres Unglücklichseins zu machen. Der Vorteil daran besteht, dass einem keine Zeit bleibt, sich mit der Gegenwart zu beschäftigen. Wenn ich auf mein Unglück trete, stehe ich höher. Friedrich Hölderlin. Ja. Das ist mit Liebe gemacht. Das mache ich. Hallo? 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 Ah. Ihre Bestellung. Die können Sie hier hinstellen. Wir hatten Geburtstag. Isabella. Ah. Isabella, come say hello to our guest. Bye.
Warum reden Sie mit Ihrem Hund Englisch? Sie kommt aus Brooklyn. Haben Sie da auch gewohnt? Eine Zeit lang. Dann wollte sie nach Hollywood. Hm, verstehe ich. Aber ich nicht. Sie haben Glück mit Benno. Ein echter Künstler. Sie sind auch Künstler. Sie sagen das so, als wäre das eine Krankheit. Meine Mutter hat auch gemalt und dachte, sie kann's. Meine hat's mit Malbüchern versucht. Sie malte die Sonnenblumen von Van Gogh. Nach Nummern. Ich hoffe, es stört Sie nicht. Isabella tyrannisiert mich wegen dem Rauchen. Sie hat bis heute nicht begriffen, dass sie ein Hund ist. Wussten Sie, dass es Hundetherapeuten gibt? Sie sagen was von gespaltener Persönlichkeitsstruktur. Sie denkt, sie ist ein Mensch, gefangen im Körper eines Hundes. Das war eine Enttäuschung für sie. Bis ich kapierte, dass sie mehr Aufmerksamkeit braucht. Und dann habe ich angefangen, sie zu fotografieren. Sie verdienen ihr Geld mit Hundefotos? Ja. Sie zahlt die Miete. Und wir sind glücklich. Ich bin Single. Ich meine, ich weiß gar nicht, warum ich Ihnen das jetzt sage. Ich meine, Sie sind doch nicht Single, oder? Ich meine, Sie haben ja einen Hund und ich habe einen Vogel. Also ich meine natürlich nicht, ich habe einen Vogel, sondern ich lebe mit einem Vogel zusammen, der heißt Richard. Und es geht uns gut, wir sind glücklich. Also ich bin glücklich und ich habe Bücher, ich hab auch ein Klavier. Ich meine, ich spiele schon ganz lange nicht mehr, aber ich dachte, vielleicht ist es doch ganz schön, wenn man mal spricht. Also ich spreche auch mit Richard, aber der antwortet natürlich nicht. Und da habe ich einfach gedacht, ich gebe mir mal einen Ruck. Ich meine, es ist ja nicht so schwer, sich einen Ruck zu geben. Und ja, ich habe vielleicht länger nicht gelacht, aber nicht, weil ich traurig bin. Ich bin überhaupt nicht traurig. Denken Sie bitte nicht, ich wäre ein trauriger Single. Ich habe Glück, immer Glück gehabt. Aber jetzt, es gibt noch was anderes. Es gibt doch so dieses Innere, dieses Kleine, dieses Feine, was so schwierig ist, zu sagen, was das ist. Jetzt ist ihr die Pfütze wieder zu nass. Ich hab's geschafft. Du schaffst das auch. Komm. Es ist nicht verboten zu lachen. Ich habe mich immer schlecht gefühlt, wenn ich glücklich war. Ich dachte, wenn ich jetzt glücklich bin, dann kommt gleich irgendeine Katastrophe und schlägt alles kaputt. Also versuche ich mich nie zu sehr zu freuen. Dann kann ich nicht enttäuscht werden. Und es klappt? Schon. Irgendwie. Verstehe ich nicht. Erstmal freue ich mich. Wenn es dann schlimm wird, habe ich mich wenigstens schon mal gefreut. Sie meinen, das ist so einfach? Ja. Ich bin nicht einfach. Das trifft sich gut. Habe ich Ausschlag? Nein. Kein Ausschlag? Warte. Sicher? Glück. Wie kann man für die Beschreibung so unterschiedlicher Gefühle ein und dasselbe Wort verwenden? Der Mensch ist unglücklich, weil er nicht weiß, dass er glücklich ist. Nur deshalb. Das ist alles. Alles. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass man das Leben nur rückwärts verstehen kann. Leben muss man es vorwärts. Thank you.
Absicht, dass der Mensch glücklich sei, ist im Plan der Schöpfung nicht enthalten. Sagt wer? Sagt Freud. Ach, der.